So, noch mal kurz nachgesehen und ja, leider haben wir es tatsächlich versaut. Man muss das machen, bevor man die Quest zu diesem Ring hat. Also am besten wahrscheinlich, bevor man nach Steamer Fort geht. Aber theoretisch hätte man auch noch mal rausgehen können, bevor wir sozusagen diesen Ring hätten finden müssen. Also natürlich jetzt. Sie noch mal mit dabei haben. Ja, und das waren quasi die zwei Möglichkeiten gewesen. Also wenn man relativ wenig sich an die Regeln hält und am Ende bekommt man noch ein paar Fragen gestellt, weil er da recht gemein ist, in Anführungszeichen, und die nicht sofort vergibt, dann bekommt man halt ein Essen, wo jeder Charakter, den man in der Gruppe hat, die Max-HP um, ich glaube, 18 oder so erhöhen. Und wenn man im Gegensatz eher die Regeln befolgt oder relativ freundlich ist, dann bekommt man stattdessen einen Skill, also einen Zauber, wenn man so will, gelernt, der allerdings keine Zauberpunkte kostet, der einfach so einen relativ fixen Schadenswert, sage ich mal, macht. Beides grundlegend durchaus nützlich. Und ja, wir haben es jetzt natürlich, weil ich mich nicht mehr daran erinnern kann, das Spiel seit 10 Jahren nicht mehr gespielt habe, versaut. Na gut. Ich weiß auch nicht, ob das möglicherweise in der europäischen Version dann nochmal geändert worden ist, damit man das danach dann nochmal bekommen kann. Aber wie schon gesagt, ich weiß nicht. Also natürlich haben wir damals das wahrscheinlich auch immer relativ zeitig gleich gemacht. Ich wusste nur, dass ehrlich gesagt eben mit diesen Ringen nicht mehr, weil ich wollte mir es fast noch ein bisschen aufheben, bis Bo, kann ich ja schon mal verraten, dann irgendwann wieder in der Truppe mit dabei ist. Weil ihm hätte ich nicht auch gern die Max-HP gegeben. Naja. Ah, vielen Dank. Das macht mich freudig. Schön, den Ring wiederzusehen. Das war der einzige Weg, der mir bekannt war, um ihr meine Gefühle auszudrücken. Oh, das Ende einer Liebe. Das ist nicht die Zeit zu singen. Los, komm, lass uns dem Betrüger den Ring zeigen. Oh, kleine Schwester. Es ist nicht gut, so hysterisch zu werden. Lass mich ein Lied singen, um dich zu beruhigen. Es ist nicht die Zeit für Singereien. Du bist immer ruhig, egal was um dich herum passiert. Nun lass uns gehen. Wir müssen uns diesen Betrüger vom Hals schaffen. Ah, meine kleine Schwester. Ich bin betrübt. Warum bist du nur so freundlich zu diesem Betrüger? Es ist nicht, bereitet mir keine Freude, meine hübsche kleine Schwester mit ihm zu sehen. Sei ruhig, der Betrüger bist du. Der echte Schar steht hier. Und wird dich auseinanderreißen. Nein, nein, nein. Du darfst nicht solche Wörter benutzen. Okay, dann bleib einfach ruhig. Du wirst nicht lange so eine große Klappe haben. Zeig es ihnen, Jean. Zeig ihnen den Ring. Der Beweis, dass du der Prinz bist. Oui. Bitte seht her, das ist mein Ring. Na, was sagt ihr nun? Nachdem ihr diesen Ring gesehen habt, glaubt ihr immer noch, dass mein Bruder der Betrüger ist? Oh, Schwester, was sagst du denn da? Natürlich habe ich den Königsring. Nun hör mit diesem Quatsch auf. Er lügt dich an. Das ist unmöglich, zwei Königsringe. Ah, deiner ist eine Fälschung. Oh, Patepe. Wir können nicht weiter solche Spiele hier spielen. Wirst du nicht aufgeben, bevor wir ihn nicht umgebracht haben? Was? Vater! Sean leidet. Warum tust du denn nichts? Oh!
Du bist kleine. Du bist sehr furchteinflößend, genau wie deine Mutter. Noch wichtiger. Ich hätte gern einen Fliegenpudding zum Abendessen. Squeak. Vater, du Trottel. Wie können wir jetzt über Essen reden? Fliegenpudding. Aha. Ich habe es, der Pudding. Warst immer ein guter Koch. Dein Pudding ist der Beste. Wenn sie deine Küche kosten, dann werden sie wissen, dass du der echte Prinz bist. Haha, ein Kochwettbewerb. Du willst, dass ich Pudding für dich mache? Nun, das werde ich gerne tun, Schwester. Ich werde alles möglich machen, bis du befriedigt bist. Denn wie du sagst, ich bin ja ein guter Koch. Du kannst es schaffen, Sean. Du kochst besser als die anderen hier. Ich frage mich, was wo passieren wird, wenn ich nicht gewinne. Wenn du verlierst, werden du und deine Freunde umgebracht. Ja, ihr habt mich all diese Schwierigkeiten bereitet. Es gibt keine andere Wahl als den Tod für euch. Nun bringt sie zur Küche. Folgt mir. Hier ist es. Ihr habt großen Mut, den Prinz in einem Kochwettbewerb herauszufordern. Er ist ein großartiger Koch. Sean, verstehst du es? Alles, was du tun musst, ist, den Goldfliegenpudding zu machen. Und dann können wir nicht verlieren. Ja, aber die Zutaten sind der Schlüssel für dieses Rezept. Ich werde eine Kakerlake in grünen Zwiebelsalat machen. Wurm in Karamellsoße und Goldfliegenpudding. Also werde ich eure Hilfe brauchen, um diese Zutaten für mich zu finden. Oh, das klingt ja köstlich. Kakerlaken, Würmer und Goldfliegen. Dann werde ich wohl das gleiche kochen. Immerhin sind es die Lieblingsgerichte der Prinzessin. Ich mag das Kochen meines Bruders. Warte nur, wir werden nicht zu einem Betrüger verlieren. Nun. Naja, alles wird sich klären, wenn du meine Gerichte isst. Wenn du verlierst, wird der Betrüger und seine Freunde exekutiert werden. Also solltet ihr euer Bestes geben. Habt ihr es alle gehört? Alle eure Leben, auch das meines Bruders, steht ja auf der Dings. Lasst uns da unser Bestes tun. Na gut. Wenn wir eine Goldfliege bekommen können, werden wir auf jeden Fall gewinnen. Ich habe Gerüchte gehört, dass die legendäre Goldfliege, die vor Jahren entkommen ist, im Keller des Schlosses zu finden ist. Wenn das noch stimmt. Habt ihr die Zutaten? Die Würmer sind nicht die, die ihr zum Angeln benutzt. Ich brauche den größten Wurm, den ihr finden könnt. So, wir kamen jetzt von da aus. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wo wir jetzt von hier aus sind. Jetzt sind wir hier. Hier wird auf jeden Fall dann später der Wettbewerb sein. Okay, hier durften wir jetzt durch.
Das WC ist das WC. Vor kürzlich hat der Prinz von der heiligen Eva viel gesprochen. Aber ich bevorzuge den Schrimm. Okay. Ich weiß nicht mehr, ob das dann der einzige Weg nach unten war, aber dort würden wir auf jeden Fall mal hingehen. Oh, ich sterbe hier oben. Wasser, bitte. Oh, vielen Dank, ihr habt mich gerettet. Oh, Fiolina. Verschlossen. Bin auch verschlossen. Ja, also das ist tatsächlich ein klein wenig verwirrend hier, die ganze Geschichte. Okay, ja, hier sind wir wieder hier oben, wo sozusagen dieser Wettbewerb dann gehalten wird. Ich glaube, diese Fionina oder wie die er da besprochen hat, dieser eine da oben, den müssen wir jetzt, denke ich mal, finden. Ist das sie, die hier steht? Kennt ihr einen Soldaten namens Tata? Er ist mein Freund. Er ist losgezogen, um etwas Essen aus dem Verlies zu holen und kam nicht zurück. Habt ihr ihn irgendwo gesehen? Was? Er ist am Dach angebunden und er stirbt dort oben? Das ist ja furchtbar. Ich werde ihm etwas Wasser bringen. Sehr schön. Mit diesem großen Pfeil darüber, das ist dann doch schon irgendwie ein bisschen auffällig. Dank euch konnte ich ihn retten, vielen Dank. Ich wurde aufgestöbert, als ich Essen zu dem echten Prinz bringen wollte. Der Betrüger ist kaltherzig. Ich bevorzuge den sanftmütigen Prinz. Auch wenn er ein bisschen dämlich ist. Gibt es irgendetwas, was ich für euch tun kann? Info? Wenn ihr in so einen Eimer an der Windmühle hinter uns springt, könnt ihr in das Kellergeschoss des Schlosses. Das ist der Schlüssel. Außerdem gibt es hier drüben auch noch Geld. Okay, aber hier kommt man von da aus nicht hin. Klar, also ist dann halt so dieses tatsächliche Lagerhaus. Ja, so langsam merkt man vielleicht schon mit der Musik. Na, dann mal rein hier. Und ja, sie mussten natürlich jeden Einzelnen animieren.
Ja, helft mir. Hahaha. Was ein Trottel, zu glauben, dass du mich fangen könntest. Du bist nicht gut genug, um mich zu fangen. Abschaum. Hilft mir. Ja? Hey, ihr versucht doch nicht, mich zu fangen, oder? Ja, Ratten. Was, muss ich euch in meine Steige zeigen? Ja, sieht man gleich mal diese Goldfliege. Und die ist auch tatsächlich ein bisschen anders wie die Fliegen, die wir jetzt sonst so hatten. Aber Rand hält ja zum Glück einiges aus. Aber wir sind, wie schon gesagt, denke ich mal ganz gut schon gestärkt und alles. Das passt schon. Nee, ihr seid ja gar nicht so schlimm wie der Rest der Idioten. Aber ich werde niemals gefangen werden. Vor allem nicht von Idioten wie euch. Ah, ich wollte doch eine wilde Kakerlake fangen. Aber ich wusste nicht, dass es so eine starke Fliege hier unten gibt. Tja. So ist das. Gehen wir doch mal hier rein. Eine goldene Fliege ist hier reingeflogen. Glaubt ihr, es war die legendäre Goldfliege? Ich glaube, es gibt ein paar furchteinflößende Kakerlaken und Würmer, die aus dem Schloss entkommen sind. Haha. Die Idioten folgen mir also. Hey, ich bin ja drüben. Kommt und holt mich. Ja, das waren neue Gegnerchen hier. Hier können wir mal ein Essen, muss man mal raushauen. Ah, die sind immun. Okay, das wusste ich zum Beispiel auch nicht, oder? Dann geben wir auch ein bisschen Erfahrung. Na gut, waren ja auch gleich drei Gegner, aber. Ne? Ja, der Poltergeist. Ich glaube nicht, dass irgendjemand von uns noch explizit eine Waffe gegen Untote hatte. Ja, wäre natürlich schön, wenn man den mit einem Schlag kriegen könnte, aber na gut. Zombie ist ein bisschen gefährlich. Ich hoffe, dass wir es ja gleich erledigt haben. Oh,
Oh, nochmal ein Gold gefunden. Wahrscheinlich von dem Mimix, würde ich jetzt mal vermuten. Ah, und diese sozusagen Statusveränderung dort, die ist jetzt auch gleich automatisch wieder geheilt. Wenn man, ich bin mir nicht mehr genau sicher, ich denke 3 Züge oder so in diesem Modus ist, dann verwandelt sich der Charakter in einen echten Zombie. Und das ist äußerst schlechter. Das ist schlechter, wie wenn er K.O. wird. Weil sich dann auch umdreht und gegen einen selber mitkämpft und natürlich trotzdem, indem sie dann besiegt ist. Das ist einmal auch was relativ Ungewöhnliches, was jetzt dieses Spiel hier so hat. Ist den aber. Ach ne, war denke ich ein Lead of Attack, ne? Ja. Und der J-Bomb. Ah, ich kann es auch einschlafen lassen. Und du Counter-Attacks, danke. Zu viel Schaden. Aber das kann sein, dass es einer war, der immer zurückschlägt. Das ist ja etwas besonders. Ah ja, jetzt kommt natürlich auch ein Crit zurück. Das ist mal etwas, was da auch bei den Gegnern so genauso wie bei uns funktioniert. Okay, wahrscheinlich dann nur einen Counterangriff. Kannst du echt mal Guts machen. Das mal selber heilen. Und du bleibst dann bitte mal bei Magie. Ich will mal nicht unbedingt dann da angegriffen lassen. Wieder ins Land. Glück auf ihn. Ich war schon noch überlegen, ob wir hier einen Drachen einsetzen. Unagi. Wieder einen Slammed. Ist mal aufgewacht. Okay. Er hat Drain gelernt. Also, ja, haben wir ein Würmchen bekommen. Aha, der große Wurm. War doch ein Schwächling, oder? Ja, da kommen wir wahrscheinlich erstmal nicht voran. Ja, Drain absorbiert quasi AP von den Gegnern. Das Nette ist, dass das der Zauberspruch selbst keine AP kostet. Also ist an sich keine Verschwendung. Man braucht aber halt auch jemanden, der zaubern kann. Hey, 70%. Hat das nicht mal mehr geheilt? Na gut. Wir sind erstmal froh, dass es wiederbelebt ist, aber
Ich dachte, es hat mehr HP wieder zugegeben. Man könnte natürlich mal probieren, hier, ob die zum Beispiel etwas haben. Na gut. So. Überlegen kann. Exit kann es auch hier nicht krassen. Aber es sind halt ganz selten in Dungeons, wo man normalerweise wieder raus dürfen. Wenn man an irgendwie so eine Mission oder irgendwas gekoppelt ist. Kann man das Ding ausdrainen, falls es noch am Leben ist? Mein 7. Ich denke, da ist Willpower dieser Skill eigentlich ja schon stärker. Meistens bringt einen das nicht so viel, denen da die AP abzusaugen. Aber gut, wenn es echte Zauberer sind oder so, ja. Weil man könnte sich jetzt sicherlich auch noch mal heilen lassen. Es ist halt ein kleiner Weg, den wir hier gegangen sind. Aber warum denn nicht? So viel Zeit haben wir jetzt auch noch. Ja, muss man erst an den obersten Zipfel des Schlosses sozusagen gelangen, um dann dort weiterzukommen. So, aber wir gehen jetzt einfach mal hier ins Motel und fahren nicht nochmal mit dem Boot raus. Geht der Kochbewerb bald über mehrere Tage dann.
So, mal voll aufgepowert. So, also der Weg da drüben ist sozusagen schon mal abgeschlossen. Dann können wir natürlich erstmal hier noch weitergehen. Wir suchen ja auch noch mehr Zutaten. Das ist eine Menge komisch aussehenden Zeugs hier. Ich kann mir nicht glauben, dass sie das kochen. Okay, nochmal Heilgegenstand. Godspeed. Increases Guts. Du kannst mal noch dann diesen Charm hernehmen, ob du nicht verflucht warst. Okay, dann war's egal. Nur Cat macht halt nicht so viel Schaden mit dem normalen Schlag momentan, um so eine Truhe dort komplett zu besiegen. Von daher wollte ich sie und Nina dann auf denselben Gegner zusammenlegen. Aber wenn sie natürlich ein Special macht, ist natürlich stark genug. Wir sind hierher gekommen und haben unser Leben riskiert, wilde Kakerlaken zu fangen. Es gibt nur blaue Kakerlaken. Die blauen sind nicht essbar. Oh. Ja, hier kann man sich, denke ich, noch ja, das hier holen, was man schon von der anderen Seite gesehen hat. Und hier müsste, denke ich, auch Schluss dann sein, ja. Erhöht die Ausdauer? Ja, bin ich. Ja, solche Sachen geben wir dann schon mal den Held. Ja, so machen wir aber auf jeden Fall schon ein bisschen Geld hier. So, und diese blauen Kakerlaken, die man da sieht, sind natürlich alles Kämpfe. Wenn man das unbedingt will, kann man die alle angreifen, aber das wäre ein Denkmal. Ja, mal schauen. Ich denke nicht, dass wir da alle machen werden. Eek.
Für einen Gegner geben sie ein bisschen Erfahrung. Wohl abhauen. Und hier ist wirklich mal so ein etwas größeres Gebiet, wo jetzt halt viele von denen kommen. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob wir jetzt hier auch noch normale Encounters mitkommen. Können wir gleich nochmal auf das Monstermeter hier schauen. Könnte durchaus sein. Nee, hier schläft's. Aber wie man sieht, man kann da auch relativ viel ausweichen. Ja, mit Dodge zum Beispiel. Das war nicht das, was ich meinte, aber okay. Ihr seid echt starkköpfig. Warum gebt ihr nicht einfach auf und lasst mich in Ruhe? Mit einem Counter-Attack an, ich denke mal nicht. Gut, ich kann nicht angreifen. Ich denke nicht besonders viel Abwehr zu haben. Na, ein bisschen draufhauen kann der schon. Kleines Kraut hier draufhauen. Ja, doch schon ein paar HP hier. Erlegt, würde ich sagen. Ihr seid die ersten Idioten, die mich verfolgt haben, bis hierher. Aber ein Verlierer ist ein Verlierer. Vergesst nicht, wie wenig ihr zu tun habt. Ich denke, jetzt ist sie auch noch unangenehmer als vorher. Obwohl, ja, das macht ähnlich viel Schaden. Ah, aber mit Counter jetzt hier natürlich. Und möglicherweise auch immer. Und recht viel Abwehr. Wir könnten jetzt natürlich den Drachen beschwören.
Ja, natürlich auch schön. Mal den hier. Ja. Und Kyoto gelernt, hurra. Oh, verdammt. Hat auch den großen Zauber hier. Sehr schön. Klingt zu den Specials, ne? Ist die wirklich aus Gold? So, alle sind weg. Das war mal effektiv. Also schnell 16 Magiepunkte gekostet. Und zurück zur Lieblingsmusik. Natürlich schnell nochmal ausruhen lassen. Ich bin mir jetzt nicht tausendprozentig sicher, ob man nochmal voll geheilt wird, wenn man jetzt sozusagen dann den Contest da beginnt. Aber wir gehen mal auf Nummer sicher. Könnt ihr bitte aus dem Weg gehen? So, mal schlafen wir. Wir könnten, denke ich, auch hier durch. Bringt uns das was? Ja, das denke ich mal okay. Ah, genau.
Ihr habt sehr gute Zutaten gesammelt. Ich kann ein famoses Festmahl davon kochen. Ah, es sieht so aus, als ob ihr alle Zutaten habt. Nun, dann werden wir uns wohl um die Vollendung kümmern. Vielen Dank, dass ihr danach gesucht habt. Ich bin euch wirklich dankbar. Bitte wartet im Speisezimmer. Das war ja hier oben dann, oder? Ich muss mit dem hier sprechen. Es wird bald beginnen, also wartet noch. Nun, wir werden nun den Kochwettbewerb behalten. Wettbewerber, bitte platziert eure Gerichte auf den Tisch. Was für ein Typ. Wenn du nicht versucht hättest, wieder Prinz zu werden und einfach Ruhe im Verlies geblieben wärst, wäre dein Leben verschont geblieben. Nein, nein, nein. Also ich sorge mich nicht darum, der Prinz zu sein. Aber ich konnte mir es nicht gefallen lassen, der Bruder von einem Fremden zu sein. Der Königin und die Prinzessin sind angekommen. Wir würden uns über ein paar Worte freuen. Von unserer seiner Majestät, den König. Gutes Glück an beide. Komisch. Das erscheint mir ausnahmsweise mal ernst. Ich werde nun die Regeln erklären. Der Sieger wird bestimmt, wer die meisten Stimmen der Richter bekommt. Der König, die Prinzessin und ich als Chefkoch. Okay, Prinzessin? Ja, das ist okay. Der Königin und die Prinzessin werden die Speisen oben probieren. Nun, zuerst werden wir die Gerichte von Prinz Jean probieren. Das Menü ist Wurmpasta, frittierte Kakerlake und Fliegenpudding. Das ist exzellent. Der Wurm ist zäh und in der Harmonie mit dem gerösteten Knoblauch. Die Kakerlaken sind frittiert in ihrem eigenen Öl. Sie sind außen knusprig und innen drin saftig. Das ist das Beste. Die sind Fliegen. Oh, du hast blaue Flaschenfliegen benutzt, was auch immer das ist. Ich bin entzückt. So solche Köstlichkeiten. Von einem Mann. Ja, stimmt, die blauen Flaschenfliegen sind natürlich gut. Aber die Made, das Madennebengericht ist perfekt. Ich kann nicht mehr verlangen. Nun werde ich die Gerichte des Kontrahentens probieren. Mein Menü ist Würmer mit Karamellsoße, Kakerlake in grünen Zwiebelsalat und Fliegenpudding.
Es sind alles Gerichte, die ich von dir vor Jahren erlernt habe. Entschuldigung, ich habe dir niemals irgendwas beigebracht. Nun, ich werde mit der Verkostung probieren, starten. Na, zuerst mal die Würmer. Du hast gute Zutaten benutzt. Aber es ist eine Schande, dass er ein bisschen fad ist. Die Würmer verlieren ihren Geschmack, wenn sie zu groß werden. Als nächstes die Kakerlake. Oh, das ist eine wilde Kakerlake. Sie ist 5 Jahre alt. Die beste Möglichkeit, aber die Kombination ist einfach undenkbar. Für dieses hättest du, ich weiß nicht, was Leek ist, anstatt grüner Zwiebeln benutzen sollen. Und dann ist da noch die Fliege. Lass mich mal sehen. Oh. Es ist delikatös. Es ist was, Chefkoch? Oh, es ist nichts. Und du hast nicht den guten Geschmack der Fliege herausgebracht. Das ist absolut außer Frage. In meiner Meinung hat Brings Chance die besseren Gerichte serviert. Moment mal. Die anderen zwei Gerichte mögen ein paar kleine Fehler haben. Aber die Fliege ist etwas anderes. Es ist absolut außer Frage, dass du als Chefkoch nicht das Goldfliegengericht herausstellst. Ich denke, mein Bruder ist der Sieger. Sein Goldfliegenpudding ist wundervoll. Er macht mehr als, er übertrifft die zwei anderen Gerichte. Der Sieger ist Prinz Jean. Welcher? Der vor mir steht. Derjenige links von mir. Wenn er damit nicht zufrieden ist, lass es die anderen Köche probieren. Ja, es ist fürchterlich. Absolut scheußlich. Es ist fürchterlich. Kann man nicht essen. Es ist fürchterlich. Aber ich nehme noch mal ein bisschen. Nun, den Köchen hier kann man ja nicht vertrauen. Sie haben sich alle auf die Seite des Betrügers geschlagen. Ryu, würdest du es bitte essen? Wenn du es isst, wird es zeigen, dass mein Bruder ein guter Koch ist. Bitte iss alles auf. Na gut. Hat sich nicht schlecht angefühlt, aber... Er hat ein wenig schwindelig. Ja, denk nur einfach mal über die Zutaten nach. Würmer, Kakerlaken, Fliegen. Und wir speien ihn mal auf den Boden hier. Kann dir nicht vorstellen, dass du das tun würdest. Es ist alles vorbei. Dieses Land wird von einem Betrüger übernommen werden. Und wir werden alle hingerichtet. In den Fall... Geht's uns besser ohne Schloss. Ich werde es in die Luft jagen. Was? Sie würde das Schloss in die Luft jagen? Wir haben es endlich zurückerobert. Das werde ich dir nicht tun lassen. Nein, meine Schwester ist in Gefahr. Bitte vergebt mir. Ich wurde bedroht. Aber im Moment ist das nicht das Problem hier. Bitte beschützt die Prinzessin, unser Meister Shin und das Schloss. Ja. Es
die sind jetzt, denke ich. Aber ich schon gesagt, ich weiß nicht, ob man sich automatisch hier dann voll heilt, aber wir stehen jetzt hier wieder gut da. Wir können auf jeden Fall mal ihn nach vorn stellen jetzt. Ich meinte, man musste hier hin. Ah, ja. Jetzt sehe ich einen kleinen Geheimgang hier. Und wir sind jetzt, kommen nochmal an der Stelle raus, an dem wir eigentlich vorhin schon waren. Da hat man nämlich hier drüben schon diesen Schalter gesehen. Patepe. Hier drin. Nun, das ist das Zentrum des Schlosses. Es gibt eine Art starke Kraft hier. Diese Prinzessin hat versucht, damit das Schloss in die Luft zu jagen. Nachdem ich so lange hart daran gearbeitet habe, diese Position zu bekommen, werde ich sie nicht einfach zerstören lassen. Mein Name ist Kuvadora. Dieses Geheimnis ist allein meins. Ich werde dieses Mädchen töten. Und euch alle auch. Ja. Natürlich mal ein weiterer Dämon hier. Und darum habe ich halt auch nochmal gerastet, damit wir hier nochmal einen vollen Drachen draufhauen können. Ich weiß nicht, ob wir möglicherweise auch seine Abwehr senken können. Wir können es ja mal probieren. Whee! Ja, haut schon ganz schön rein. Aber das natürlich auch. Na, sag nicht, dass es nicht ging. Ich kann es mal Guts machen. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn er immer nur, das weiß ich jetzt wirklich nicht, nur diesen starken Angriff macht, dann macht es natürlich nur Sinn, uns mit stärkeren Heilungen zu heilen. Genug ist genug. Ach, da beendet er, denke ich, auch irgendwie die Runde, wenn er das sagt. Du kannst mal Kilo 2 auf dich selber machen. Jimmy. Da greifen eigentlich alle an, oder? Ja. Gedodged. Ah, genau. Und er bricht dann sofort die Runde ab. Whee! Okay, er hat jetzt nicht besonders viel Schaden gemacht. Vielleicht wird seine Lebenskraft langsam schwach. Rand hält da auch einfach viel aus. Ashimi. Okay, besiegt. 018, 019. Slash GL Globe. Oh, warum? Gott hat mir diese Supermächte gegeben. Warum würde ich gegen dich verlieren? Aber ich werde nicht so einfach sterben. Ich werde euch alle mitnehmen.
Haha, es bewegt sich. Fliege in die Luft und stirb. Oh. Nein, nein, nein. Beruhigt euch alle. Das ist keine Explosion. Das ist, wo das legendäre Schwert platziert ist. Wir haben alle belogen, dass es eine Explosionsauslösung hier unten gab, um Einbrecher fernzuhalten. Aber meine Schwester ist so ernst. Es schien mir, als ob sie es immer geglaubt hatte. Oh, meine arme Schwester. Bist du gestorben? Schau. Ich habe das Explosionsteil berührt. Was ist mit dem Betrüger passiert? Nun, meine lieben Freunde haben ihn getötet. Sorg dich nicht darum, meine liebe Schwester. Es freut mich, dass du sicher bist. Darf ich meine Freude in einen Song Ausdruck verleihen? Schau. Ich schrie umherum, weil ich wollte, dass du mehr Verantwortung übernimmst. Aber es scheint mir, als war ich im Unrecht. Du bist wundervoll, so wie du bist. Fröhlich, frei und singend. Es tut mir leid. Ich glaube, ich habe es wohl ein bisschen zu sehr übertrieben. Ich dachte, ich hätte stark und verantwortungsbewusst für uns beide sein müssen. Und wurde ein herumkommandierender Frau. Aber jetzt, wo ich glaube, dass mein Bruder okay ist, fühle ich mich viel besser. Lass uns zurück zu Vater gehen. Komm mal. Soul ist die. Sieht nicht nutzbar aus, aber ich würde mal sagen, ja. So schlecht. Wenn es angeblich ein Rapier ist. Könnten wir ja natürlich mal schauen. Könnte mir natürlich Chance geben. Ryo. Nein, er ist da drüben, Vater. Oh, Entschuldigung. Mein Augenlicht ist etwas schlecht geworden. Ich bin sehr dankbar für die Arbeit, die ihr geleistet habt. Vater, das ist Sean. Ryo, ich danke dir im Namen meines Vaters. Vielen Dank. Dieses Schloss steht tief in eurer Schuld. Bitte fühlt euch frei, zu nehmen, was immer ihr braucht. Schau, du musst auch auf Wiedersehen sagen. Ich habe etwas zu sagen, also hört mir bitte zu. Monsieur Ryu. Vielen Dank. Meine Schwester hat sich jetzt beruhigt und ich bin sehr fröhlich. Als ein Zeichen meiner Anerkennung werde ich mich euch allen anschließen. Sean, du gehst wieder von hier weg? Das Problem mit dir... Oh ja, das stimmt. Ich werde nicht mehr nerven. Ja, das ist richtig. Du musst nicht mehr nerven, du bist sehr verantwortungsbewusst. Darum kann ich auf die Reise gehen, ohne mir Sorgen machen zu müssen. Oh, du weißt genau, was du sagen musst. Aber was du wirklich sagst, ist, dass du alle Verantwortlichkeiten mir überlässt.
Ja, wirst du wieder sauer auf mich sein? Nein, das wirst du nicht, oder? Das ist doch sehr gut. Nun, sollen wir wieder gehen? Gut, dann nehmen wir dich doch hier noch mit. Genau, ich denke, die lassen uns jetzt auch in diese eine Truhengeschichte hier rein. Von dahinter kommt man dahin. Ja. Man könnte ihn auch ausrüsten. Ja, dann geben wir ihn dem mal, also wegen zwei mehr Aufwands, das ist jetzt auch kein Riesenunterschied und wir werden sicherlich da später wieder ein weiteres Schwert finden, von daher kann er ihn da ruhig mal nehmen. Dann ging es ja hier nach unten. Und ich glaube, jetzt lassen sie eigentlich auch hier rein. Genau. Ah, helft mir. Ich kann diese Kakerlaken nicht mehr ausstehen. Breath Armor. Royal Helmet wahrscheinlich und Iron Shield. Ach, dieses Slash GL hat mir auch noch. Oh, was kann sie auch ausrüsten? Du kriegst hier 5. Auch wenn so ein 5 Dings. Von 8. Royal Helmet. Achso, du bist der Einzige, der den tragen kann. Da würde vielleicht Sinn machen. Vielleicht, na gut, Nina als Helm wahrscheinlich ja nicht. Breath Armor. Ja, Rand ist noch mit seinem Standardzeug hier. Chainmail, der kriegt natürlich auch was Besseres hier. Dann noch ein bisschen Vigor dazu. Was macht dann noch? Na gut, ist halt ein bisschen leichter wie der andere. Du kannst den Rand nicht ausrüsten. Nimm du den mal, kann er denn den Iron Armor nehmen? Ja. Okay, das kannst du nicht. Dann gib's einfach mal ihn jetzt. Okay, okay. So. Dann frag mal doch hier nochmal nach. Nun, dieser Dieb musste sich um die Kakerlaken kümmern. Aber in letzter Zeit beschwert sie sich nur noch und arbeitet nicht mehr. Würdest du sie nehmen? Ja. Na gut, dann lasse ich sie mal raus. Ah, ich hasse Kakerlaken. Es ist mir egal, wenn ihr mich zur Traut mitnehmt. Solange dort keine Kakerlaken mehr sind. Endlich den echten Dieb gefasst. Okay. Lass sie nicht entkommen, oder sie wird noch mehr Probleme bereiten. Ja. Das werden wir auf jeden Fall nicht machen. Hat ja lang genug gedauert. So, haben wir das also auch noch?
Also auf jeden Fall hier wieder raus. Länger hält man diese Musik dann eben doch nicht durch. Das heißt, wir könnten hier noch mal kurz schauen. Also logischerweise ist das dann ja schlechter wie das. Iron Mail macht dann natürlich auch keinen Sinn. Knight Helmet ist schlechter als der Royal Helmet. Und Black Lord, das hat man schon gesehen. Also wir kaufen mal einen. Ich meine, also wir können auch gleich nochmal so eine Armbrust hier kaufen. Ja. Gibt zwei mehr Abwehr. Steht da noch was Spezielles mit dabei? Einfach nur Schild. Ja. Oh gut. So, dann können wir natürlich wieder hier dann einfach im Freien schlafen. Und wir haben eine neue Musik. Man könnte auch sagen, eine alte Musik. Das ist nicht die Oberweltmusik von dem ersten Teil des Spiels. Weil ich das natürlich erst ein wenig später herausgefunden habe, weil der erste Teil kam ja original, also die SNES-Version, ja, in Europa nicht raus. So. So, eine kleine Sache, die ich jetzt nochmal nachschauen wollte. Na gut, dann könnten wir. Na, dann könnten wir theoretisch dann auch gleich nochmal so rumwarten. Ja. Nehmen wir ihn auch nochmal mit. Weil ich ja nochmal überlegt habe, ich wollte halt nochmal nachsehen, ob wir vielleicht eventuell dann im Wildcat doch noch irgendwie eine Belohnung bekommen könnten. Dazu müssten wir dann ja aber sowieso, ich würde halt Bo, wenn das gerne ginge, dort die Max-HP mitgeben. Ich glaube halt nicht, dass es geht. Das haben wir wahrscheinlich dann wirklich einfach zu spät gemacht. Ja, nichtsdestotrotz, mit der Truppe, die wir jetzt hier haben, wird man dann erstmal dann wieder weiterziehen. Natürlich zurück in die Anfangsstadt. Und das machen wir aber natürlich heute nicht mehr. Da sind wir erstmal soweit am Ende hier. Und ja, das müssen wir uns mal ansehen. Ich weiß nicht, ob wir das morgen gleich weitermachen oder vielleicht dann Donnerstag wieder. Das werden wir mal sehen. Also natürlich auf jeden Fall das, was wir als nächstes vorhaben. Dann können wir dort endlich Bo wieder rausholen. Und ja, das wäre natürlich dann wieder schön. Okay, von daher würde ich sagen, erstmal soweit. Bis dahin.